Im Jahr 1873 kaufte der Bierbrauer Johann Philipp Schifferdecker die Bergheimer Mühle am Neckar in Heidelberg und ließ sie zu einem Zementwerk umbauen. Dieses Werk nannte er Portland Zementwerk Heidelberg, Schifferdecker und Söhne. Als Betriebsleiter wurde der Zementchemiker Friedrich Schott eingestellt, der lange Jahre die Geschichte des Werkes beeinflusste. Die Anfänge waren erfolgreich, bis es am 4. Februar 1895 zur Katastrophe kam. In dieser Winternacht brannte die Fabrik fast komplett ab. Ein Großfeuer, das noch lange im Gedächtnis der Heidelberger blieb. Da die Stadt Heidelberg gegen einen Wiederaufbau war, wurde ein neuer Standort gesucht und schließlich auch in Leimen gefunden. Hier befanden sich auch die Steinbrüche für das Rohmaterial. Die Verwaltung der Gesellschaft blieb jedoch in Heidelberg. Schon Ende 1895 begann das neue Zementwerk mit der Produktion. Das Werk war das größte Industriegebäude des damaligen Deutschen Reichs. Die Fabrikhalle war allein 500 Meter lang und 60 Meter breit. Alles war entsprechend der Arbeitsabläufe angeordnet. Lediglich die potenziell feuergefährdete Fassküferei und einige Nebenbetriebe waren außerhalb des Gebäudes angesiedelt. 1899 waren in Leimen bereits 1110 Arbeiter und Angestellte bei einer Jahresproduktion von 80.000 Tonnen Zement beschäftigt. Durch Zukäufe und Firmenübernahmen wurde das Unternehmen schnell zum Marktführer in Süddeutschland. Im Jahr 1901 kam es zur Fusion mit der Mannheimer Portland Zementfabrik AG in Mannheim, die Werke in Mainz-Weisenau und Mannheim einbrachte. Von Beginn an setzte sich Heidelberg Zement an seinen Standorten für den Bau von Sozialeinrichtungen für die Mitarbeiter ein. In Leimen entstand beispielsweise neben Werkswohnungen eine große Arbeiterfesthalle sowie ein Hallenbad auf dem Werksgelände. Zur sozialen Sicherung der Arbeiter gab es außerdem eine Unterstützungskasse, Werkssparkassen und Sonderzahlungen zu verschiedenen Anlässen. Auch wenn der Beginn des Ersten Weltkriegs im August 1914 die Zementindustrie in eine tiefe Krise stürzte, setzte Heidelberg Zement weiter auf Expansion. Werke in Almendingen, Ehingen, Marienstein, Münsingen, Schelklingen, Lengfurt und Kiefersfelden sowie über zwei Cannstatter Ziegeleien kamen hinzu. Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde die Zementproduktion in Deutschland massiv ausgebaut. Nach dem Ende des Krieges nahmen die meisten Werke von Heidelberg Zement sofort wieder den Betrieb auf. Die anschließende Zeit des Wiederaufbaus brachte für die Zementindustrie eine stürmische Aufwärtsentwicklung. Durch die fortschreitende Automatisierung kam es in den 50er Jahren zu einer Entlastung der Arbeiter in der Packerei und beim Zementversand, der mehr und mehr über moderne Silozüge erfolgte. Technik hält auch in die Büros Einzug. Beim Rohstoffabbau im Steinbruch werden verstärkt schwere Maschinen eingesetzt, die die Arbeit der dort beschäftigten Menschen erleichtern.
In den Jahren des Wiederaufbaus ergänzen neue Produkte wie Putze und Mörtel die Produktpalette. Über den zentralen Leitstand wird mittlerweile das ganze Zementwerk gesteuert. Die Produktqualität wurde von Beginn an durch die eigenen Beton- und Zementlabore überprüft.